Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Minecraft. Ja, ich muss kurz sagen, bei mir kickt aktuell die Minecraft-Sucht. Ich nehme eigentlich immer nur 7 Folgen auf, so für eine Woche circa, 5 bis 7 Folgen immer. Weil das halt ein Langzeitprojekt ist, Minecraft, deshalb, damit ich besser auf Kommentare und so reagieren kann. Aber ich konnte heute nicht widerstehen und das sind gleich 2 Momente, die komisch sind. Zum einen, ich nehme Minecraft direkt nochmal auf, hab gestern aufgenommen und heute direkt wieder. Und ich nehme auf einen Samstag auf, das kommt auch nicht so oft vor. Eigentlich nutze ich das Wochenende mal komplett, um meine Videos zu rendern und zu schneiden und sowas. Aber die Minecraft-Sucht, sie kickt bei mir aktuell. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass dieses Spiel mir so viel Spaß machen wird. Bin echt schon am Überlegen, ob ich mir nebenbei noch eine Welt erstelle und mir dann da irgendwas baue, damit ich auch so freizeitmäßig zocken kann. Aber ich habe es einfach noch nicht hingekriegt, habe ich noch nicht gemacht. So, und wir sind hier bei unserem Haus. Das haben wir ja gestern angefangen zu basteln. Wir wollten ja hier weiter raus, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück haben wir hier frei. Da wollten wir dann noch Türen hinmachen. Aber nicht hier, sondern entweder hier oder... Können wir jetzt hier eine Tür hinklatschen? Ja, das ist eine schöne... Diese Tür ist wunderschön. Die würde ich auf jeden Fall nehmen. Ach, hier, es gibt nur hier eine Tür. Habe ich nicht noch welche mitgenommen? Jawohl. Was? So, warte mal, versuchen das Ganze nochmal. Ganz ruhig. So, genau so wollten wir das. Zack, dann können wir hier mal rein und raus. Haben wir noch Blöcke? Nein, wir haben keine Blöcke mehr, verdammt. Okay, dann gehen wir uns kurz Blöcke holen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt aktuell Spaß an den Minecraft-Folgen. Ich habe es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich würde auch liebend gern irgendwie offscreen noch eine Welt starten. Bislang habe ich das aber noch nicht gemacht. Aus irgendwelchen Gründen. Ich finde das auch super, dass das mit dem Baum hier so schön klappt. So, hier unten ist noch einer. Und jetzt fängt er an, hier kaputt zu gehen. Jawohl. Wir packen mal kurz die Kleinen hier wieder ran, zack. Damit die da gleich neu wachsen. Das mit dem Holz klappt ja ganz gut, finde ich. Der löst sich jetzt auch auf hier. Oder haben wir bei denen einen vergessen? Warum löst der sich noch nicht auf? Warte, wir kloppen den auch nochmal weg. Dadurch, dass die jetzt so eng stehen, ist es natürlich schwer zu erkennen, welcher zu welchem gehört. So, der fängt auf jeden Fall schon an, sich aufzulösen. Meine ich gerade gesehen zu haben. Da fällt alles ins Wasser hier. Schweinerei. So, klatschen wir hier gleich wieder 9 hin. Wo war der? Hier war der. So, der verliert hier auch langsam alles. Gut, dann kloppen wir den hier noch weg. Ich sag's euch, das ist wirklich unbeschreiblich für mich. Den ganzen Tag juckt schon in den Fingern, aber ich hatte den ganzen Tag auch ein paar Sachen zu erledigen. Aber den ganzen Tag hat es in den Finger gejuckt. Ich wollte unbedingt zocken. Und jetzt auf einen Samstagabend um 2.01 Uhr habe ich die, sitze ich hier und spiele Minecraft. Erzähle euch, dass es 2.01 Uhr ist und dass gerade die Minecraft-Sucht kickt.
Und wenn ich das morgen wieder meinem Sohn erzählen werde, dann wird der mich wieder für total bekloppt erklären. Und ich muss ja gestehen, ich habe gestern nicht mal wenig aufgenommen. Ich habe gestern wirklich 7 Folgen aufgenommen. Damit ich auch durchkomme für die ganze Woche. Ja, und eigentlich hätte ich auch viele, viele andere Projekte noch am Laufen, die ich hätte vielleicht machen können. Aber ich wollte unbedingt Minecraft spielen. Unbedingt. So, wir klatschen hier direkt wieder einen neuen Baum hin. Wie viel haben wir? Bisschen haben wir, aber das wird wieder nicht reichen. So. Und so. Ein paar nehmen wir uns noch mit. Also einen Baum holen wir uns noch. Ich meine, wir haben ja hier wirklich noch ein paar Stickies, die wir hier pflanzen können. Setzlinge meine ich natürlich. Klatschen hier auch nochmal einen hin. Den machen wir wieder weg hier, den Dreck. Dann setzen wir da vielleicht auch noch einen hin. Ich weiß nicht, ob die da auch wirklich kommen, aber mit der Schaufel wird das nichts. Und ich muss gestehen, die blöde Höhle lässt mir keine Ruhe. Auch da bin ich noch so neugierig, was da auf der anderen Seite auf uns warten wollen würde oder was da wirklich noch ist. Und das ist auch so eine kleine Sache. Jetzt habe ich keine Axt mehr. Dann machen wir halt hier den Handkantenschlag kurz. Zumindest für diesen Baum noch. Ehe wir dann rübergehen. Weil wir dann ja eigentlich genug Holz haben. So, hier gibt es noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen. Auf jeden Fall mitnehmen. Zack. Dauert ja mit der Hand auch nicht so lange. Gehört der jetzt wozu? Der gehört wahrscheinlich noch zu dem, den wir ihn hatten, ne? So. Jetzt müsste er sich eigentlich auflösen. Oder? Oder eben auch nicht. Eigentlich müssten wir die alle wieder wegholzen, damit wir hier genug pflanzen können. Aber gut, wir belassen es erstmal dabei. Auch wenn der da jetzt nicht aufhört, sich zu verändern, also dass er seine Krone da verliert. Lassen wir trotzdem mal kurz. Und wir gehen wieder zu unserem Haus. Was ja langsam Form annimmt. Warum ich vielleicht noch eine Welt starten möchte, ist einfach, weil man dann vielleicht auch das Spiel noch ein bisschen besser kennenlernt, also in meinem Fall besser kennenlernt. Und dann kann man da vielleicht auch den ein oder anderen Trick noch anwenden. So. Wollen wir hier überhaupt Holz hinmachen? Oder wir können hier auch Glas hinmachen, oder? Glas würde auch gehen. Ich habe einen Glaswürfel mit, aber oben im Baumhaus. Warte, ich hole mal kurz Glas. Mal gucken, wie das aussieht. Wir haben ja da eigentlich was reingeschmissen in den Ofen. Eigentlich. Ja, müsste eigentlich auch fertig sein. 45 Glas. Traumhaft. Aber mehr Sand haben wir, glaube ich, auch nicht, ne? Nee, sonst würde ich direkt noch was reinschmeißen. Aber vielleicht reicht das ja auch schon. Hatte ich nicht schon irgendwo Gammelfleisch? Okay, also sollten wir uns merken, dass wir uns Sand mitnehmen?
Jetzt habe ich da einen Holzklotz hingestellt. Das war ja nun gar nicht meine Absicht. Wir müssen dran denken, dass wir uns eine Axt machen. Oh, jetzt geht die Sonne auch noch unter. Wir können hier aber noch mal ein paar Bäume hinstellen, oder? Okay. Dann wachsen die hier nämlich auch. Ich gehe mal so lange hoch. Will mir das auf jeden Fall nochmal kurz angucken, wie das mit dem Holz hier ist. Also mit dem Glas. Vielleicht können wir auch hier schon pennen. Haben wir das Bett mit? Nein, haben wir nicht. Machen wir die Tür zu. In der Hoffnung, hier kommt keiner rein, aber eine Axt müssen wir uns machen. Die wäre auf jeden Fall nochmal sinnvoll. Wo ist die? Hier ist die. Machen wir mal drei. So. Dann geht das natürlich. Dann geht das hier auch wieder schneller weg. Ich habe unsere Schafe noch gar nicht gehört. Sind die tot? Und Kühe und so haben wir hier auch gar nicht, ne? Ich weiß halt nur nicht, ob wir da überall Glas hinmachen oder nur so die drei Fronten in der Mitte dann. Ne, eins, zwei, drei. Doch, die drei. Doch, wir machen das so. Wir machen nur die drei Fronten in der Mitte. Wir machen hier Holz hin. Hätte ich gar nicht wegmachen müssen. So. So, und da noch machen wir jetzt Glas. Keine Ahnung, wie das aussieht. So. Vielleicht wirkt das aber auch cooler, wenn wir unten auch Glas haben. Ich glaube, das machen wir auch. Kann mir schon vorstellen, dass das besser aussieht. So. So, oder? Das kann man ja überwiegend auflassen. Ja, ich finde schon, dass man das so lassen kann. Gibt es eigentlich auch Glastüren? Nee, ne? Tür. Eine Eisentür gibt es. Weißen Banner gibt es. Blaues Glas. Hellgrünes Trockenbeton. Magenta meine ich. Rosa. Rosa Glasscheibe. Okay. Die gibt es scheinbar nicht. Dann machen wir das wieder weg hier. Hoffen wir, dass unser Glas auch reicht. Also fürs Dach wird es auf jeden Fall nicht mehr mit reichen. Machen wir erstmal hier, dass wir wenigstens zu sind. So. Und jetzt haben wir kein Glas mehr. Aber vielleicht sollte man hier dann noch was hinmachen und eine Tür zumindest für den Glasbereich, also dass man dann hier so in den Wintergarten kommt. Oder hier zumindest auch Glas und eine Tür oder so.
Vielleicht. Sicher bin ich mir da noch nicht. Vielleicht sollten wir uns hier auch einfach mal ein Bett rüberholen. So, wir brauchen Glas. Und für Glas brauchen wir Sand. Aber erstmal brauchen wir ein Nickerchen, damit die Jungs hier wieder alle weggehen. So, mal ganz kurz hinlegen, mal ganz kurz pofen. Ach, schön. So. Müssen wir nur mal ein bisschen aufpassen, dass hier nicht die dusseligen Creeper wieder rumlaufen. Und wir brauchen eine Fläche, wo wir viel Sand haben. Da ist eine Spinne, aber ich wurde darüber informiert, dass die mir tagsüber nichts mehr tut. Hier mal ein bisschen Sand. Hier mal einen ganzen Sandblock. So, 22 Sand. Ich mache jetzt erstmal nur die weg, die so ein bisschen erhöht sind. Und die unter Wasser vielleicht. Und da sieht sie eh keiner. Was ist jetzt los? So, trinken wir auch noch fast. Da ist noch ein Sandblock. Boah, hier gibt's noch jede Menge Sand, ne? Unter Wasser dauert das natürlich sehr viel länger. So, 64. Die reichen ja wohl erstmal. Dann würde ich die direkt an den Grill reinkloppen. Danach würde ich vielleicht erstmal mit den Bäumen hier wieder in Ordnung bringen. Oh, die greifen uns trotzdem an. Hä? Es ist doch Tag. Was willst du denn von mir? Und dann warte, du blöde Kuh. Wieder so ein blödes Fischauge gekriegt. Oh, hier sind jetzt auch die Bäume gewachsen. Guck mal einer an hier. Das ging schnell. So, wir packen mal den Sand hier rein. Macht der auch was? Was macht der jetzt aus ihm? Das ist doch so ein Sandstein, ne? Daraus macht er einen glatten Sandstein. Sand. Einfach Sand. Gut, packen wir das kurz da rein. Ich warte nur mal kurz, bis er den aufgebraucht hat. So, dann schmeißen wir den rüber, zack. Wir gehen mal zurück. Haben wir da noch ein bisschen was zu tun? Können wir uns das Dach und so fertig machen?
Wird sich noch sehr verändern, unser Häuschen, ne? Das ist jetzt erstmal nur so provisorisch, bis wir dann gucken, was wir da noch so hinmachen. Die Leiter können wir mal wegmachen. Eine obere Etage wird es da mit Sicherheit auch noch geben. So, ich gedenke jetzt das Dach drauf zu machen vielleicht. Warte, hier war noch eine Sache, die mich gestört hat. Das war der Dreckklumpen hier. Das hat er persönlich genommen, der Dreckklumpen. So. Alles Klärchen. Man kann doch aber auch so kleine Treppenstufen machen, oder? Geht das nicht auch? Warte, das versuchen wir mal kurz oder gucken wir uns mal kurz an hier. Sandsteinstufe. Hier, sowas meine ich. Ich nehme davon mal kurz 6 mit. Ich will die nur mal kurz testen, was man damit machen kann. Warum hat er da jetzt ein Dings hingemacht? Guck, dann könnte man ja... Aber macht das Sinn? Können wir jetzt hier die noch hinmachen? Und da wieder so eine Stufe. Und hier dann halt auch. Dann haben wir eine Treppe von allen Seiten, ne? Aber wollen wir das auch? Die Stufe, denke ich mal, kann weg. So. Ich würde sagen, wir machen das auf der Seite jetzt auch nochmal. Dafür brauchen wir nochmal so kleine Stufen. Zack. Hatten wir sogar noch eine. Toll. Und wie habe ich das doch mal gemacht? So. Und da dann wieder eine dran geklatscht, ne? 2 sogar. Ja, so könnte man das machen. Nur, dass man jetzt von hier nicht hochkommt. Aber da können wir vielleicht so ein Geländer hinstellen. Tor hier. Sowas. Wollen wir vielleicht mal versuchen, wie das aussieht? Nicht so gut. Geht das nicht weiter nach außen? Nee. Gut, dann lassen wir das. Dann können wir da auch wieder so eine Stufe hin machen. So. Machen wir hier 2 Stück. Bupp. Jetzt haben wir aber keine mehr. Kann man nicht die auch? Nee, hier kann ich die nicht machen. Na. 6 Stück reichen. So, ne? Dann haben wir da wie so ein kleines Bordest, wo man hoch und runter gehen kann. Und dann hier rein und raus gehen kann. Nimmt man so einen kleinen, wie so einen kleinen Wintergarten, kann man sich gemütlich machen. Und kann dann da auch rausgehen. Ob wir jetzt wirklich eine... Was ist das schon wieder? Was wollen die schon wieder hier? Gut, wir bleiben nochmal kurz hier. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir unsere Sachen hier rüberholen. So langsam, dafür müssten wir aber anfangen,
unser Lager hier so ein bisschen auszubauen. Aber für alles, was ich jetzt mache, muss ich da hinten wieder hin. Wo sind die Schweinepriester? Da sind die rechts. Ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Ich höre meinen Ofen. Schön hier mit dem Essen. Oh, guck mal einer an hier. Aber hätte ich das auch mit Glasscheiben machen können? Sieht das vielleicht cooler aus? Wollen wir das mal versuchen? Statt diese Glasblöcke? Warte mal, wir versuchen das mal. Jetzt wird es auch noch Nacht. Okay, ich sehe die Freaks nicht mehr. Ich muss jetzt leider mal kurz das Glas hier wieder kaputt machen. Das kann man nicht wieder einsammeln, ne? Aber wie sieht das dann? Ah, warte, ich mach das hier kaputt. Ich mach das jetzt einfach, diesen Luxus gönnen wir uns jetzt einfach mal kurz. Ich glaube, das sieht besser aus, oder? Ich weiß es nicht. Ich mache das hier auch noch mal kurz weg. Was war das? Ja, wir müssen uns dann ansonsten noch mal Sand oder so holen. Ich will nur mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Warte. Ja, der guckt ja jetzt rüber. Und hier geht er an der Tür vorbei. Die Tür kann ich keiner nach hinten setzen, oder? Schön mit der Glasscheibe machen wir mal kurz die Holztür kaputt. Gut, dann würde ich bei den Glasscheiben, glaube ich, bleiben, obwohl das auch kacke aussieht. Ich glaube, dann mache ich es lieber so. Dass man die Tür hier hinsetzt. Ich glaube, das sieht cooler aus, ne? Okay, dann müssen wir die wieder kaputt machen. Ja, tut mir jetzt sehr leid, sehr verschwenderisch, ich weiß. Hätte ich vielleicht gleich an der Tür gucken sollen, dann hätte ich das Problem jetzt nicht. Also, okay, alles klar. Habe ich kein Glas mitgenommen? Ich bin mir doch sicher, ich habe doch Glas mitgenommen, oder? Reitet da unten gerade ein Skelett eine Spinne? Oh,
Oder brennt die Hütte? Ach, der ist noch gar nicht fertig. Gut, dann schlafen wir mal kurz. Ja, das mit dem Glas war jetzt natürlich, ne, das ist halt, weil die Erfahrung fehlt bei mir. Da sollte ich dann auf jeden Fall vielleicht doch nochmal mir Gedanken darüber machen, ob ich vielleicht nochmal eine separate Welt starte. So, das nehmen wir mit hier. Wir haben jetzt zu viele Sachen und zu wenig Platz. Den glatten Sandstein packen wir hier mal rein. Jetzt haben wir dir natürlich Schatten gespendet. Autschen. Schnell weglaufen. So. Aber hier sind unsere Türen weiter draußen. Aber hier ist das, glaube ich, auch richtig. Also ich würde es hier schon eben machen. Und hier dann an der Seite. Ja, ich glaube schon. So. 40 Stück haben wir noch. Jetzt sind wir 3 hoch. Wir müssen noch eine, damit wir das dann hier zubauen können. So. Und dann würde ich den zumachen. So. So, jetzt haben wir keine mehr. Das Dach ist noch nicht richtig zu. Das machen wir dann von oben. Wenn wir noch eine Etage haben, machen wir daraus so eine Art Balkon. Balkon. Terrasse, so, wo man noch rausgehen kann, von hier oben gucken kann. Ja, es wird schon. Autsch. Irgendwie. So, vielleicht sollten wir dann mal anfangen, unsere Sachen von da hinten hier rüber zu holen. Auch wenn wir noch keine richtige Ahnung haben, wo wir das hier hinstellen. Aber dann braucht man nicht immer ins Baumhaus laufen, um Dinge zu holen. Wir brauchen erstmal wieder Sand. Da unten will ich mal noch nichts wegmachen, weil da will ich ja noch was hinmachen. Ich weiß aber noch nicht, was ich dafür brauche. Und wie ich den Sand dafür gern hätte. Deshalb gehen wir jetzt mal da hinten irgendwo gucken. Auch auf die Gefahr, dass es gleich vielleicht wieder dunkel wird. Hier ist auch jede Menge Sand. Aber ich will das eigentlich auch nicht alles so kaputt machen. Das ist eigentlich wunderschön. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Ach, das ist der Händler. Das ist ein Händler. Aha. Alter. Hab ich mich verjagt gerade, du Penner, weil er so komische Geräusche gemacht hat. Aua. Dachte ich, der greift mich an oder so. So, hier ist auch eine große Sandbank.
Ich glaube, hier würde ich mir ein bisschen Sand wegnehmen. Oh, jetzt kann ich nichts mehr tragen, ne? Ich schmeiß mal das Fischauge weg. Sand. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Sand. So, das war's mit der Schaufel. Wie viel Sand haben wir jetzt? 36. Ich würde mir schon wieder einen 64er machen. Komplett unter Wasser sein, schaffe ich einen Stein. Gefühlt. Was willst du denn, Mr. Tintenfisch? ...52 haben wir. So, jetzt haben wir wieder 64, wir haben sogar einen zu viel. Hier ist egal, weil ich weiß noch nicht genau, hier hinten würde ich auch ganz gerne dann noch was rausmachen. Ich weiß halt nur noch nicht was. Ich könnte mir vielleicht so einen kleinen Hafen vorstellen, habe ich ja schon einmal erwähnt. Vielleicht aber auch da hinten in diesem kleinen Bereich. Und irgendwann sollten wir noch anfangen, unsere Sachen rüber zu holen. Ja, unsere Bäume sind hier wieder wunderschön gekommen. Muss mal gucken, ob ich noch Leitern habe, damit wir da durch unseren Tunnel hochkommen. Und da wollen wir ja auch noch irgendwo was bauen. Weiß halt nur noch nicht genau wie. Hier. Wo war das jetzt hier? Sand, so. Ich warte noch mal kurz, bis einer fehlt, damit ich einen neuen reinpacken kann. Einmal Glas habe ich sogar noch. Habe ich gar nicht gesehen. So. Ich glaube aber, Leitern habe ich gar... Doch. Oh, doch, Leitern habe ich sogar noch. Jede Menge. So, gut, dann werden wir mal kurz die Treppen anbringen. Also, beziehungsweise die Leitern. Können wir von hier gleich durchgehen. Aufpassen, dass hier nichts drin ist. Ob wir den dann hier mit Stein lassen oder ob wir hier auch noch Holz oder so hinmachen, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier erstmal eine Leiter hochmachen, dass wir da hochkommen. Leitern, da. Machen wir. Reicht hier jede zweite? Nee.
Das reicht unsere Leiter nicht mal. So, okay, wir können uns hier aber unterwegs keine machen. Die Folge ist schon wieder am Ende angekommen. Deshalb würde ich sagen, wir essen mal kurz was. So. Gut, ich würde dann sagen, ich mache mich schon mal auf zurück zum Baumhaus, damit wir nochmal ein paar Leitern machen können. Und dann werden wir die Folge einmal kurz beenden. Dunkel wird es ja auch schon wieder. Gehen wir kurz an unsere Werkbank hier. Falsche Truhe. An unsere Werkbank und Leiter. Ich weiß, man kann sie auch selber machen, indem man... Ich glaube, so war das. Aber wir haben nicht genug. Wie macht man nochmal Sticks? Ist ja vielleicht auch mal eine Zeit, dass man das alles ein bisschen auswendig kriegt. Okay, nur mit zweien. Machen wir 10. 11. Gut, dann machen wir halt 11. Kann man immer mal gebrauchen, die Dinger hier. Zack. Und dann macht man so, ne? Jawohl. So, 6 Leitern sollten reichen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Gut. Dann, Freunde, werde ich mich nochmal hinlegen. Ich werde die Folge beenden. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.